2,5 Stunden braucht Christoph Huss bislang vom dänischen Esbjerg aus bis zu seinem Arbeitsplatz mitten in der Nordsee. Das soll sich möglichst bald ändern. Es ist Anfang Juni. 70 Kilometer westlich von Sylt wird eine riesige Wohnplattform fertiggestellt. Christoph Huss ist Betriebsleiter im Offshore-Windpark Dantysk. Zum einen Abschluss der Bauphase und Planungsphase nach nunmehr ganz langen Jahren. Und zum anderen aber auch die Fertigstellung insoweit, dass der Betrieb, den ich jetzt verantworte mittlerweile, eben auch so laufen kann, wie wir das ursprünglich mal geplant hatten. Bislang leben die Arbeiter am Rande des Windparks auf einem schwankenden Charterschiff. Das ist auf Dauer zu teuer. Die Lösung, eine feste Stahlkonstruktion im Meer. Wir müssen unabhängig sein und wir müssen die Zugänglichkeit gewährleisten für unsere Anlagen. Wir sind ja quasi vorm Wattenmeer. Das sind in unserem Fall 90 Kilometer. Wenn wir das jeden Tag machen, dann kommen wir nicht mehr zum Arbeiten. Seit mehr als einem Jahr produziert der Windpark Strom. Heute will Christoph Huss sehen, wie die Wohnplattform endlich fertig wird. Schon seit Tagen wartet ein Kranschiff. Doch Wind und Wellen spielten bislang nicht mit. Das ist das Problem, dass wir dann die beiden schwimmenden Einheiten auf Kranschiff und eben auf der Barge nicht zusammenkriegen. Von daher mussten wir warten und hoffen, dass wir jetzt, wo das alles runtergeht, seit gestern Abend, bald anfangen können zu arbeiten. Die Umspannplattform steht schon. Direkt daneben soll eine Wohnplattform hin, für 50 Arbeiter. Eingeklinkt in eine Sicherheitsleine muss der 46-Jährige das sogenannte Boat Landing hoch. Genau so ein Bootsanleger soll heute als erstes installiert werden. 4 lange Reihen von insgesamt 80 Turbinen erstrecken sich in Nord-Süd-Richtung. Ganz im Osten entsteht das Offshore-Hotel. Auf dem Kranschiff sitzt ein Kollege von Christoph Huss und leitet die Montage. Hi, Steffen hier, OSS. Ja, guten Morgen, Stefan von Bord des Dennis, was du denn? Wir hatten Wellenhöhen bis zu 4 Meter und sehr langen Schwell, sodass Arbeiten nicht möglich gewesen sind. Wetterausblick für die nächsten 24 sind verbessernde Wettersituationen. Die Wellenhöhe insgesamt hat abgenommen. Es verbleibt ein langer Schwell, Periode ungefähr 7 bis 8 Sekunden, was für die Stanislav Juden schwierig ist für eine Installation. Die Welle, der sogenannte Schwell, ist einfach noch zu groß. Offshore warten. Wenn es um Bau geht, das findet nie Montag, Dienstag, Mittwoch statt, das ist immer am Wochenende. Das Kranen übernimmt eine russische Spezialfirma. Der Eingang zur künftigen Wohnplattform ist diese gelbe Stahlröhre. Außen Bootsanleger, innen Wendeltreppe. Mhm. 2010 hat Christoph Huss als Offshore-Projektleiter bei Dantysk angefangen. Ich habe tatsächlich damals die Geburt meiner Tochter verpasst. Die war zu schnell oder ich zu langsam, je nachdem, wie man es nennt. Das kann man nicht wieder gut machen. Mehr als 110 Tonnen Stahl hängen jetzt am Kranhaken. Ja, das ist scheiße. Das ist aber genau das Problem, was wir jetzt sehen. Er nimmt die Welle auf, ja. In dem Moment, wo der Turm eintaucht, das Bootlanding, kriegt er die Bewegung ein bisschen jetzt rein. Zusammen mit der Schiffsbewegung führt das dazu, dass er um den Anschlagpunkt anfängt, ein bisschen zu pendeln. Das ist nicht gut. Aha, jetzt geht er runter. Jetzt. Klingt immer viel schlimmer, als es ist. Ja, 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 ja. Kleine Beulen, mehr wird das nicht sein. Ah.
Geil, das war's. Oder nicht? Oder doch? Weltklasse. Ist drin. Auf dieses Stelzenfundament soll jetzt das Hotel rauf. Ein Schlepper holt dafür die Wohnplattform ran. Gebaut in Kiel und Emden. Kosten 100 Millionen Euro. Ein großer Moment. Ich warte seit Jahren drauf. Ja, seit 3 Jahren schon. 2014, dann war es 2015. 13, that would have been great. Das ist Spielplatz für Große. Ich bin in Hamburg aufgewachsen und früher die alten Buxierschlepper an der Elbe und auch damals die großen Bergungsschlepper, die noch in Deutschland gefahren sind. Das war schon meins so. Die Windparktechniker sollen möglichst bald hier wohnen. Immer in 2 Wochenschichten. Jugendherberge ist es nicht, 4 Sterne ist es auch nicht, aber ich glaube, da haben wir das schon sehr, sehr, sehr gut getroffen. Wohnschiffe kosten mehr als 20.000 Euro Charter am Tag. Das teure Provisorium soll endlich weg. Anfang August fahre ich in Urlaub, das ist 8 Wochen hin. 2 Wochen vorher möchte ich es eigentlich losgeworden sein. Wenn alles gut geht, sollte klappen. 70 cm Welle sind zu hoch zum Kranen der Wohnplattform. Der Wind nimmt zwar immer mehr ab, aber noch müssen sie warten mit dem Anheben. Steffen, OSS. Ja, wir sind ja in freudiger Erwartung. Was passiert? Ja, das sind wir auch. An Bord sah es nicht ganz ungefährlich aus. Also er stand wirklich einen Meter links und rechts auf. Und die Leute sind zur Seite gesprungen, um sich von diesem Tool nicht treffen zu lassen. Insofern verstehen wir die Sorgen und die Bedenken und die Vorsicht von Seaway, diese große Topside bei diesem Schwell anzuheben, weil wenn die anfängt zu schwingen, lässt sie nicht mehr kontrollieren. Auf der anderen Seite, besser als jetzt wird's nicht. Nächstes Fenster wäre Mittwoch. Ist das auch euer Verständnis? Wenn wir uns die Wetterentwicklung anschauen, laut Papier, ist so, dass es nicht in den nächsten 24 oder 48 Stunden erfolgt. Alles klar, verstanden, danke. Tschüss. Ciao. Boah, scheiße. Ja. Warten, warten, warten. Ja. Kannst nichts machen. Riesenenttäuschung. Christoph Huss muss zurück an Land. Wir haben da eine Last von mehr als 2000 Tonnen. Das Investitionsvolumen geht an die dreistellige Millionengrenze. Damit spielt man nicht. Ich kann nicht viel beitragen und rein wegen der Neugierde werde ich hier nicht weiter 4-5 Tage bleiben. 5, 4, 3, 2, 1, step back. Geduld ist nicht meine Schlüsselqualifikation. Ich hätte es gerne gesehen, aber wir haben jetzt Jahre gewartet. Das ist das Letzte, was wir fertig bauen. Ob das jetzt am Samstag oder am Sonntag oder am nächsten Mittwoch kommt, das ist egal. Wichtig ist, dass es kommt und dass es sicher ist. Erst 4 Tage später herrschen optimale Bedingungen zum Kranen des 2500 Tonnen schweren Stahlkolosses. 20 Meter hoch über der Nordsee thront jetzt das nördlichste Wohngebäude Deutschlands. Die Wohnplattform mit dem großen Kran ist mit der Umspannplattform über eine offene Brücke verbunden. Ganz unten sind die Umkleideräume, darüber Kantine, auf Deck 2 die Büros, ganz oben die Unterkünfte. Ende September. Seit kurzem wohnen die ersten Arbeiter auf der Plattform. Wir sind umgezogen. So, was wir sehen werden, ist quasi der Beginn des Regelbetriebes. Hier in Betriebnahme hat hervorragend funktioniert. Dann ist es wie in einem neuen Haus. Sagen wir mal, die Handwerker sind noch ab und zu mal da und machen die letzten kleinen Sachen. Keine steile Leiter mehr. Nur einen Schritt rüber und Christoph ist auf der Wohnplattform. Der
Der Schichtwechsel frühmorgens um 7. Die Servicetechniker fahren raus zu den Windturbinen. Instandhalten und reparieren in Sichtweite der Wohnplattform. Am Ende geht es um Arbeitszeit. Wir müssen einfach gucken, dass wir hier so viel wie möglich schaffen, wenn wir die Leute hier draußen haben und wenn wir arbeiten können. Drinnen gibt es Werkstätten, Lager, Konferenzräume und Büros. Von 50 Bewohnern des Hotels sind 25 Windkrafttechniker. Der Rest kümmert sich um Plattformen oder Seekabel. Zwei Schiffe, sogenannte CTVs, transportieren Personen und Material innerhalb des Windparks. Mit einem gibt es immer wieder Probleme beim Anlegen. Das ist seemännisch anspruchsvoll. Christoph Huss will sehen, ob es reibungslos funktioniert. Da die zwei Stahldrähte, damit er nicht hinterhakt. Ja. Auf der Steuerbordseite hat er aber nur noch einen. Ja, also das ist nur noch der untere da, wo das, und der ist auch noch lose. Das heißt, sie sind nicht gleich gespannt. In dem Moment, wo er, wenn er falsch reinkommt, passiert das, was häufig passiert. Er hängt sich an dem Holm rein und dann haben wir den Salat. Machen wir, kriegen wir hin. World Marine Offshore, die 20. Lebensmittel, Werkzeug und Ersatzteile. Alles kommt per Schiff aus Esbjerg. Auf dem Rückweg muss der Müll mit. Ein bisschen Baum runter. Und noch etwas hält Christoph und sein Team unnötig auf. Der Kran ist zu langsam, deshalb sehr windanfällig. Kein Kran, kein Spaß. Das Material muss kommen. Funktioniert der Kran nicht? Wir haben auf jeder Plattform einen, dann haben wir tatsächlich ein Problem. Test müssen wir nachher machen. Ich muss rein. Okay. Robert, ich gehe einmal kurz rein. Ich habe Videokonferenz um 10. Ich warte so lange. Schnelles Internet per Glasfaserkabel und die Verpflegung sind das A und O hier draußen. Küchenchefin Gabija, 24, war vorher auf einer Ölplattform tätig. Heute ist ihre erste Schicht. Ich glaube, warmes Essen ist am wichtigsten, wegen der harten Arbeit. Besonders beliebt sind Burger, Pizza und Steak. I think steak, yeah. Well. Yes, please. How often inside? Hello. Turkey, please, two times. That's it. Auf der Speisekarte heute indonesische Putenspieße, Sushi, gegrillter Lachs, Nasi Goreng. Over here people eat a little bit more than they eat on the oil rigs. Hier essen sie mehr als auf den Ölplattformen, weil alles neu ist und alle probieren wollen. Das ist wie ein Spiel. It's like a game. Die Messe hat Tag und Nacht geöffnet, auch wenn draußen im Windpark nachts nicht gearbeitet wird. Die Investition hat sich schon jetzt gelohnt für den Betreiber. Die Techniker sind ständig im Park. Mehr Arbeit bei weniger Kosten. Nach dem Mittag hat Christoph Huss eines der beiden Transferschiffe für Anlegeversuche herbestellt. Vorbereitung auf schlechteres Wetter im kommenden Winter. Christoph Huss, may I ask you to first go for the port side boat landing and give it a try? Yeah, we'll do, sir. Not a problem. Wir haben drei verschiedene Positionen, wo wir rangehen. Wir benutzen bislang meistens eine, die anderen vergleichsweise wenig. Der ein oder andere Kapitän sagt, das ist relativ nah an der Struktur. Versucht nach Clou, was man nicht gesehen hat, kann man nicht bewerten. Deswegen probieren wir es mal ein bisschen.
Perfect. Thank you, see you. Please go on standby and wait for containers to be loaded. Es ist die erste Plattform ihrer Art in der deutschen Bucht für genau diesen Zweck. Es liegt in der Natur der Sache, dass nicht, dass bei so einem Einzelbauwerk auch einige Sachen dran sind, wo man gesagt hätte, naja, mit den Erfahrungen von heute könnte man das optimieren. Etwas westlich, in Sichtweite, baut der Betreiber gerade einen zweiten Windpark, für den Christoph Huss bald auch zuständig sein wird. 18 Uhr. Die beiden Transferschiffe holen die Teams von den Windrädern ab. Feierabend. 12 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Die Servicetechniker haben hier auf hoher See eine 84-Stunden-Woche. Monatsgehalt bis zu 4.000 Euro brutto. Dazu kostenlos Unterkunft und Verpflegung. Genau wie jeder Servicetechniker hat auch Betriebsleiter Christoph Huss eine 12 Quadratmeter Standardkabine. Was man braucht, ist irgendwann seine Ruhe. Ne? Wir sind seit heute Morgen 4 unterwegs. Es ist alles öffentlicher Raum. Das hier ist tatsächlich für uns alle der private Raum. Und das ist auch gut. Morgen früh um 6 geht weiter. Und wenn man dann mal ein paar Stunden niemand anders sieht. Feierabend 70 Kilometer vom nächsten Festland entfernt. Direkt an der Seegrenze zu Dänemark. Seit 2013 arbeitet Wartungsingenieurin Odila Gärtner bei Dantysk, soll Christoph Huss später vertreten. Genau, Ausgleich muss auf jeden Fall sein. Also hier im Bürostuhl sitzen, während alle anderen raus dürfen, umso mehr. Sechs Uhr früh am nächsten Morgen. Fester Boden unter den Füßen. Gut für den Gleichgewichtssinn, wichtig für die Arbeitssicherheit auf den Windrädern. Lunchboxen für die Servicetechniker werden auf Wunsch vom Küchenpersonal gefüllt. Auch für Markus Samson aus dem nordfriesischen Nibel. Das ist das Wichtigste. 12 Stunden am Tag draußen, dann brauchst du schon Nahrungsmittel. Und dann abends das warme Essen, das ist auch so wichtig. Für mich lang 2 Kästen. Ja. Ich habe einige Kollegen, die haben nur mehr, aber für mich lang 2. Es ist angenehm, dass es nachts nicht mehr wackelt. Ne? Also das ist, ja, also das ist wirklich schon ein Vorteil. Es ist einfach dann entspannter nachts. Also man schläft halt besser, wenn es nicht die ganze Zeit in Bewegung ist. 7 Uhr. Für Martin Czelnik aus Wilhelmshaven und alle anderen sind Klettergeschirr und persönliche Sicherheitsausrüstung bei der Arbeit Pflicht. Ohne einwöchige Offshore-Spezialausbildung darf niemand auf die Plattform. Die Techniker-Crew besteht aus Dänen und Deutschen. Jetzt bloß nichts vergessen. Jedes Werkzeug, jedes Ersatzteil für die Turbinen muss per Kran rüber auf die Transferschiffe. Aus Sicherheitsgründen dürfen sie beim Überstieg keine Taschen am Körper tragen. Punkt 7 ist das erste Schiff da und dann ungefähr 15 Minuten pro Schiff wird das nacheinander abgearbeitet. Also die sind immer pünktlich. Neue Servicetechniker kommen vom Festland. Martin Czelnik sichert die Neuen. Einige haben den Überstieg bisher nur in der Halle geübt. Das ist der entscheidende Schritt, ja. Das ist hier real life, sage ich mal. Schwimmhalle, ein bisschen klimatisiert, obwohl man eigene Szenarien einspielen kann. Aber das hier ist dann doch schon sehr nah an der Realität. Acht
Teams gehen heute früh raus in den Windpark zum Instandhalten und Reparieren. Then we should go, huh? Let's go. Yeah. Go down. Stillstand bedeutet Verlust. Wenn nur ein einziges Windrad keinen Strom erzeugt, durchschnittlich 8.000 Euro am Tag. Ja, danke. Stopp, stopp, stopp. Yes. See you guys later. Mit dem Wassertaxi geht's zum Arbeitsplatz. 80 Anlagen, die hier 25 Jahre lang Strom produzieren sollen. Wieder ist der Überstieg das Nadelöhr. Bei 2,50 Meter hohen Wellen ist Schluss. Hier draußen auf der Nordsee keine Seltenheit. Die Plattform selbst soll Wellen bis 19 Meter Höhe aushalten. Es gibt Probleme mit einem Rettungsboot. Der Sicherungsbolzen ist schwer zu setzen. Wenn das Ding unkontrolliert aus der Höhe runtergeht, dann wäre es nicht gut. Das Problem ist, man kommt von hier nicht ran. Nee. Was machen wir? Und, kriegen wir den Pin verlängert? Wir haben da schon ein Lösungskonzept entwickelt. Wir arbeiten dran. Dann lösen wir das doch prozedural. Ihr macht eine Verlängerung, die wir wieder abkriegen. Eine Verlängerung, die auf Druck stabil ist. Und dann gibt es eine Prozedur im Rahmen der Wartung, dass der Pin einzustecken ist. Ein verlängerter Bolzen muss her. Zeit zum Genießen der Natur bleibt nur selten. Wir haben tatsächlich, gerade gestern, glaube ich, einen Falken haben wir im Moment, der sich da durchaus auch an den Spatzen gütlich tut. Aber wir haben auch dieses Jahr sehen wir sehr viel Robben, Schweinswale, Delfine wurden auch schon gesichtet. Hängt meiner Meinung nach gerade, weil wir sie häufig hier an den Plattformen sehen, damit zusammen, dass wir hier um die Jacket-Strukturen einfach auch viel Fische haben. Irgendwas jagt hier. Plattformtechniker Robert Neumann ist Hobbyangler. Das waren jetzt ganz normale Makrelen. Ein paar Bastardmakrelen schwirren hier auch rum. Und darunter stehen auch die großen Dorsche oder auch mal denn die Robben oder vielleicht auch mal ein paar Schweinswale, die hier jagen. Ja, ist ganz interessant, jeden Tag zu sehen. Vor ein paar Monaten haben wir mal das Fast Rescue Boot, unser Rettungsboot, runtergelassen. Da bin ich mit den Mädels durch die Gegend gefahren hier. Und da war keine 10 Meter von uns entfernt, war die Robbe, die uns anguckte. Und da konnten wir dann auch Schweinswale sehen und Delfine und so. Ja. Hallo. Hallo. Wenn Irina, Vitalia und die anderen in der Küche fertig sind, gibt es für sie eine ganze Reihe anderer Aufgaben. Jeden zweiten Tag wird eine Kabine sauber gemacht. Außerdem gehören sie zur Plattform Feuerwehr und zum Rettungsteam, auch bei Hubschrauberlandungen. What's your name? Irina. Okay. I think the helicopter will come in this position. Yeah. Mm-hmm. I go in this position. Just together with Fleming or you. The two go over there. Yeah, okay. Okay. Bei schlechtem Wetter kommt das Personal per Helikopter. Erst vor kurzem musste eine der Servicekräfte ins Krankenhaus nach Flensburg geflogen werden. Verdacht auf Herzinfarkt. I don't want to shave you now. No, huh? Martin Czelnik sichert nicht nur den Überstieg, sondern muss auch regelmäßig kontrollieren, ob die Live-Verbindung zur Unfallklinik Berlin funktioniert. Denn einen Arzt gibt es hier mitten in der Nordsee nicht. Ja, und schöne Grüße nach Berlin. Tschüss. 14 Tage, das muss man können. Das ist schon sehr speziell. Also man muss damit umgehen können, weil
wenn man hier einen schlechten Tag hat und man kann einfach nicht nach Hause zur Familie. Christoph Huss hat die erste Schicht begleitet. Jetzt geht's zurück zu Frau und Kindern nach Hamburg. Es ist Sturm vorhergesagt, mit 7 Meter Wellen. Erste Bewährungsprobe für das Offshore-Hotel. Die Erfahrung aus den letzten Jahren haben gezeigt, dass wir dann so über den Jahreswechsel tatsächlich mal über 30 Tage, nur 4-5 Tage haben, vielleicht im Monat, wo wir im Schiff rankommen. Aber ich freue mich, dass wir dann vernünftige Produktion haben und nicht so ein schönes Wetter für die Touristen, aber schlechtes Wetter für die Produktion wie jetzt. Ende Januar auf dem Festland. Von Esbjerg aus werden 1000 Windkraftanlagen in der Nordsee überwacht. Von 80 Dan-Tysk-Anlagen produzieren im Moment 78 Strom. Direkt nebenan der zweite Windpark, für den Christoph Huss jetzt zuständig ist. Seine Aufgabe, sich um Sturmschäden an den Windrädern zu kümmern, übernimmt Odila Gärtner. Letztes Jahr Weihnachten hatten wir einen Sturm, der schon, sagen wir mal, in die Nähe dessen kam, was man sich so vorgestellt hat, was man da maximal erwarten kann. Das würde ich als eine Bewährungsprobe sehen, aber das hat gut geklappt. Und das bei Böen, die also schon gut in 12 Beaufort drin waren. Trittgitter und Treppendefekt bei 7 Anlagen. Das ist der hintere Stempel und der ist tatsächlich, wie du hier sehen kannst, einfach abgerissen. Ja, wir haben welche, wo die Treppe es tatsächlich ganz gut überstanden hat, also nur leicht verbogen ist, wo man halt die Befestigung überprüft und es ist okay, aber wir haben auch mehrere, wo wirklich die Füße weg sind. Aber wenn wir uns das Schadensbild angucken, ich meine, das hier ist ja noch austauschbar, ne? Genau. Aber wenn du dir hier die Seite anguckst, hier hat ja auch einen abgekriegt. Wissen wir, was wir an Teilen brauchen und sind im Bestellprozess? Um Weihnachten rum, dieser Sturm, der hat tatsächlich Spuren hinterlassen und sich das anzugucken, was macht es, wie müssen wir damit umgehen, wie müssen wir uns darauf vorbereiten und so, das ist natürlich, das macht den Job auch interessant, weil wir können es nicht planen. Also man steht immer wieder an dem Punkt, dass man sagt, ach so, gut, dann machen wir jetzt mal. Genau, also hier müssen wir halt gucken, ob die Reling noch einen mit abbekommen hat oder so. Das, genau, wir haben uns geeinigt, 2-3 Sets werden komplett bestellen, ansonsten müsste es eigentlich ausreichen, die Füße zu tauschen. Eigentlich sollte Odila mit ihrem Team vom Festland per Helikopter raus zum Offshore-Hotel. Jetzt versuchen sie es doch per Schiff. Das Wetter ist grenzwertig. Bei Wassertemperaturen unter 12 Grad ist der Überlebensanzug Pflicht. Es geht ja nichts über eine gute Vorbereitung. Alles, was ich jetzt mache, muss ich nicht im Halbschlaf machen, wenn sie da sind. Nee, aber das Schöne ist ja, wir fahren ja noch 2,5 Stunden. Man kann also noch mal kurz relaxen, bevor es losgeht. Aber 4 Uhr morgens muss ich nicht jeden Tag haben. Auch Küchenchefin Gabija ist mit 2 Servicekräften dabei. Immer mittwochs ist Crewwechsel im Windpark. Good morning. Good morning. Hi. How's weather looking? Today, it's not too bad today. We're gonna be. Das Wetter heute geht so. Der Wind kommt aus Süd-Südost, so ab 9, 10 Uhr wird es stürmischer. Dann können wir draußen zwar nicht mehr arbeiten, aber der Wind ist gut für die Stromproduktion. Yay. Mir macht es manchmal Schwierigkeiten. Wenn es so ganz ruppig ist, das ist dann auch nicht mehr meins. Südost 5, 2 Meter Welle. Nach 2 Stunden Geschaukel kurz vor der Wohnplattform kommt wieder Leben in Odilas Team. Im Stehen kann sich jetzt niemand mehr anziehen. Wir haben wahrscheinlich ein bisschen die Richtung geändert, weil wir jetzt direkt auf die Plattform zuhalten wollen. Und genau. Sobald die Wellen ein bisschen aus einer anderen Richtung kommen und er sie nicht mehr optimal anfahren kann, wird es ein bisschen schaukelig.
This is the hard part. Everybody feels sick. Das ist das Schlimmste jetzt. Wir sind alle seekrank. So schlimm war es noch nie. Ich bin noch ganz okay, aber meine Mädels nicht. My girls are not. I'm okay. We're okay. You can handle it. Marina, die Nachtköchin, hat's besonders schlimm erwischt. Ausgerechnet heute. Wegen eines Sturmschadens ist der direkte Überstieg zur Wohnplattform gesperrt. Stattdessen müssen sie eine steile 10 Meter Leiter hoch zur Umspannplattform nebenan. Wahnsinn, ich bin mal gespannt. Hier ist es viel schwieriger als auf der Wohnplattform. Dort ist es nur ein kurzer Schritt. Oben am Sicherungsseil schreit Martin Schellnick gegen Wellengetöse und Wind an. Vor lauter Seekrankheit und Aufregung hat Marina den Helm nicht zugemacht. Nach 2 Stunden Geschaukel endlich Ruhe. Auf den Plattformen wackelt nichts. Kfz-Meisterin Odila war lange auf St. Pauli tätig, bevor sie Gutachterin für Windkraftanlagen wurde. Klar, es ist eine Typsache. Und ich habe hier irgendwie keine Probleme, mir Respekt zu verschaffen. Ich habe es noch nie erlebt, dass hier jemand eine Ansage von mir ignoriert, aufgrund dessen, dass ich eine Frau bin. Odila bezieht ihre Kabine. Das Wichtigste für die leidenschaftliche Surferin von der Insel Fehmarn, Sportschuhe und Hip-Hop-Musik. Ehrlich gesagt habe ich auch nicht so das Gefühl, ich muss hier viel Heimat mit herbringen. Also weil ich mich hier ja auch wohlfühle. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, Gott, ich vermisse ganz viel, was ich an Land habe. Insofern, aber das ist was ich zu Hause auch mache. Ich höre gerne Musik und viel. Und genau, wenn es ein schiedriger Tag war, dann tut es mir gut, die passende Musik dazu auflegen zu können. Genau, doch, vielleicht ist es das Wichtigste, was ich hier mit herbringe. Ein Deck tiefer macht sich Küchenchefin Gabija sofort nach dem Übersteigen an Hähnchen und Böf Stroganow. Sie ist mal hungrig, auf jeden Fall auch. Und es gibt einfach immer gute Sachen. Und Frühstück brauche ich allerdings auch, sonst kriege ich schlechte Laune. Das will hier keiner sehen. Es ist ja ein bisschen eng. Wenn man hier rummufft, kriegt man es ziemlich schnell zurück. Und das so zu starten wäre äußerst ungünstig. Den anstrengendsten Arbeitsweg hat Gabija. Per Flugzeug aus dem schottischen Aberdeen über Amsterdam und Billund nach Esbjerg bis zur Plattform. Meine 5-jährige Tochter und mein Mann warten zu Hause. Ich habe mich an den 2-Wochen-Rhythmus hier gewöhnt, obwohl 3 Wochen arbeiten und 3 Wochen frei, wie vorher auf der Ölplattform, wären besser. Einsatzbesprechung in Odilas Büro. Für die Windräder werden dringend Ersatzteile benötigt. I'll try to follow up on where are the parts. Are they ordered? Are they on the way out? Im Moment weiß niemand, wo die neuen Trittgitter bleiben. Okay. Aber auf die Anlagen können wir natürlich nicht beschweren oder sowas, wenn bis das erstmal wieder gemacht wird. Okay. Nee, weil. Vorsichtig. Naja. Aber für Belastung von oben ist. If you step onto the grading, there is no risk. Okay.
wir stellen gerade auch das System um, mit dem wir arbeiten. Und das ist sozusagen im Aufbau und funktioniert noch nicht komplett, sodass man da zwar gucken kann, kann sich aber auch nicht zu 100% darauf verlassen, dass dort schon alles eingepflegt ist. Also insofern jetzt gerade ist es manchmal ein bisschen hakelig. Einige Ersatzteile sind auf dem Transferschiff, aber der Kran der Wohnplattform ist kaputt. Und der Techniker vom Hersteller soll morgen erst kommen. Aber morgen soll das Wetter noch schlechter werden. Weather Downtime heißt das hier draußen. Wenn das Wetter zu schlecht wird und das Risiko für Unfälle bei Arbeiten im Windpark zu hoch ist. Das tägliche Offshore-Dilemma, auch für Plattformmanager Robert Schwerin. Wir haben heute ein bisschen mehr Wind, das heißt, die Boote, die fahren nicht raus für Service und Troubleshooting. Somit sind eigentlich alle auf der Plattform. Und Sicherheitsübungen sind das notwendige Übel. Und das bietet sich dann heute an. Alle sind da. Attention, abandoned platform, abandoned platform, abandoned platform. All person go to master station number one. All person go to master station number one. Warm closing recommended. Seit kurzem gibt es einen neuen Sammelpunkt. Der Plattformmanager will testen, ob das auch bei jedem angekommen ist. Piotr. Yeah. Roy. Yeah. Sascha Kalinowski. Inga. Yes. Vitalia. Yes. Lina. Yes. Gabia. Ja. Marina. He's with the medic. It's coming. Martins medizinische Assistentin ist am alten Treffpunkt. Okay, we will hand out life vests now. Please carry them. Don't take them on. We will go into the boat. Please don't wear them, but carry them with you. Diesmal sichert ein Bolzen das Rettungsboot. Robert hat in seiner Zeit als Seemann mal einen Absturz aus großer Höhe gesehen. Achtet seitdem besonders darauf. Viele der Techniker kommen wie Robert aus der Seefahrt. Wichtig sind solche Übungen vor allem für die, die nicht zur See gefahren sind. Okay. Thank you. Thank you. Ja, es ist natürlich wichtig, jetzt den Sicherungsbolzen wieder zu entfernen, damit das Boot wieder einsatzbereit ist für den Notfall. Diese Bolzen sind unheimlich wichtig, weil in der Seefahrt einfach noch unheimlich viele Unfälle passieren bei Sicherheitsübungen. Die Servicetechniker David und Sascha arbeiten schon seit 3 Jahren offshore. Du kannst nicht einkaufen gehen, du kannst jetzt nicht mit deinen Kumpels irgendwie mal abends ein Bier trinken gehen oder sowas. Ne? Das ist ja was. Aber das ist halt das Leben hier. Ne? Wenn man zum Beispiel onshore arbeitet, dann ist man 6 bis 8 Wochen mal weg und dann eine Woche oder bis 2 Wochen zu Hause. Und hier hat man seine festen Rhythmen. Und dann ist man halt geplant zu Hause, sage ich mal. Ja. Auf dem Schiff, da schaukelt es auch die ganze Zeit und so. Und da kannst du auch kein Billard spielen. Hier haben wir ja das Glück, dass wir Billard spielen können, Kicker spielen können. Im Gym ist es auch angenehmer auf der OAP. Deswegen, ne? Also super. Rettungsassistent Martin Czelnik hat auch im Feierabend immer sein Funkgerät dabei. Vor 3 oder 4 Monaten hatten wir eine Kniefraktur. Ja. Auch mit Hubschrauber und mit Winch vom Schiff raus. Eine halbe Stunde ist der Hubschrauber da, die Rettungskette funktioniert wunderbar. Der nächste Morgen. Südost 6. Der Wind frischt weiter auf. Für heute Mittag ist eine Kaltfront mit Regen angekündigt. Good morning, Herr Odila. We are waiting for several CDVs, because we have a lot of wind and that might lead into a problem to unload the 5 containers. Okay. Ja, bye. Das Wetter macht uns einen Strich durch die Rechnung und das Entladen von Containern von 20 Meter Höhe, auf der wir uns einfach auf der Plattform befinden, mit relativ viel Wind bei doch relativ hoher Welle, ist einfach, es ist sehr eng auf dem CTV und die Gefahr, dass man dann doch meistens nur Material etwas anditscht,
ist einfach vorhanden und das muss man immer ein bisschen abwägen. Und wir überlegen jetzt, ob wir das vielleicht für heute canceln. Würde aber für mich dann auch bedeuten, wenn ich das CTV zurückschicke, dass ich heute dann auch keine Techniker mehr auf die Anlagen bekomme. Man muss im Entwurf. Eines der beiden Transferschiffe steht heute wegen Ruderproblemen nicht zur Verfügung. Odila hofft, dass mit dem anderen, der MO-1, endlich Ersatzteile und Lebensmittel rüberkommen. Wir wollen eigentlich gerne die TK-Container da runternehmen. Das war wie meine Fischbox. So, also Traffic sagt, die sind auf dem Weg und sind eigentlich auch schon zwischen ein Drittel und Hälfte der Strecke draußen. Ja, ich hab sie gerade schon auf dem Schirm. Ah, guck mal. Unser Kran heute auf gar keinen Fall. Okay. Das heißt, wir nehmen die drei Proviant-Container nachher auf der Oasis hoch. Also okay. Wenigstens die TK-Ware, ja, die wir haben. Weil sonst muss die Momo der TK-Ware wieder zurückfahren und muss dort im Hafen wieder komplett entladen werden, sonst verdippt das alles. Aber die Spezialladung kann ich heute hier auf der Seite nicht hochnehmen. Keine Chance. Wenn ich jetzt die Techniker zwischendurch noch rausschicken will, müssen wir alles Werkzeug auch über die OSS machen heute. Genau. Okay, ich meine, da die Jungs da drüben übers Boat Landing gehen, müssen sie halt ihre Taschen zusammenraffeln und darüber. Alles muss heute umständlich über die Umspannplattform laufen. Mehr als 2 Meter Wellen im Durchschnitt und für morgen sind 3,5 Meter vorhergesagt. Dann geht per Schiff gar nichts mehr. Gut, dass der Vorrat im Kühllager für 3 Wochen reicht. Solange sollen 50 Arbeiter sich hier draußen autark versorgen können. So zumindest die Planung. How do you do? I have very good news for you. Yeah. The provisioning containers. Gute Nachrichten. Die Proviant-Container kommen nach dem Mittagessen. Aber ihr müsst den ganzen Kram per Hand von der Umspannplattform hier rübertragen. Leider. Okay. Okay. After lunchtime, what time is that? About 1300. Approximately, but I will let you know. Okay. Yeah? All right. We will soon miss fresh vegetables. Uns geht bald das frische Gemüse aus. Wenn der Nachschub endlich kommt, haben wir wieder mehr Vielfalt. Vorbereitung zum Transfer zu den Windrädern. Heute nur mit einem Schiff. Martin Czelnik ist für Sicherheit und Vollzähligkeit der Servicetechniker zuständig. Auch über Silvester hatte der Familienvater aus Wilhelmshaven hier Schicht. Wolf? Ja. Hast du da deine Karte? Sehr gut. Warte mal ab mit Anziehen. Blöden euch noch nicht ganz an. Der Anlegeversuch scheitert. Die Wellen sind zu hoch zum Übersteigen auf die MO-1. Okay, alles klar. Gebe ich so weiter. Wieder warten. Und die Zeit ist zu kurz für andere Aufgaben in Werkstatt, Lager oder Büro. Das gehört dazu. Also das ist täglich Brot, wie gesagt, das ist halt die Arbeit. Und Wetter kann von uns keiner beeinflussen. Wenn das Wetter halt so ist, ist es halt so. Zumindest Gabillas Tiefkühlware kommt jetzt rüber. Mit dem kleinen Ersatzkran auf die Umspannplattform. Okay. Wenn das Wetter sich beruhigt nachher, können wir vielleicht noch mal einen zweiten Anlauf machen. Aber für den Moment bleiben wir bei einem Container. Für Sascha, Roy und das Team reicht die Wartezeit zumindest für ein außerplanmäßiges Mittagessen. Schwacher Trost für Odila. Das ist natürlich immer ein bisschen schade. Dann will ich endlich mal mit raus und mir die Sachen selber angucken. Dann hat eins der CTVs technische Probleme. Und dann muss ich halt die Sitze, die ich auf dem
also auf unserem CTV noch frei habe, gebe ich natürlich dann an die anderen Techniker aus, damit die ihren Tag einfach durcharbeiten können. Die Hausordnung ist streng. Alkohol und Drogen sind strikt verboten. Ja, was heißt denn Privatleben? Es gibt ja so ein Arbeitsprivatleben. Also man hat dann mal einen Schnack über irgendwas oder so. Aber dadurch, dass man hier wirklich wie in so einer WG lebt, man gewöhnt sich an seine Pappenheimer, sag ich mal. Wieder alles rüberschleppen zur Umspannplattform. Und das in Überlebensanzug und Klettergeschirr. Also ich würde schon sagen, dass das so um die 15 bis 20 Kilo sind insgesamt mit Ü-Anzug und mit der Ausrüstung, die man am Mann hat, ja. Aber es ist okay. Es ist ja auch nicht lang. Langsam ist auch Zeit, dass wir rauskommen. It says green light to push on the southwest side. I have two packs for you. Copy that. Two packs on the south side. Two packs. Ob ein Techniker bei schwerer See aufs Transferschiff übersteigt, entscheidet er selbst. Roy hat zu Hause in Wismar eine 2-jährige Tochter. Seitdem ist er vorsichtiger. Wenn der Kapitän zu uns sagt, das ist in Ordnung, wenn er das absegnet, dann ist das okay. Ja? Martins sogenannte Jojo-Leine ist eine Absturzsicherung, damit niemand zwischen Boot und Leiter fällt. Ja, man muss hier konzentriert sein. Man muss schon auf viele Sachen achten. Sicherheit geht vor, weil ich bin verantwortlich für die Jungs, die runtergehen. Also dann muss das auch alles nach den Sicherheitsrichtlinien auch gehandhabt werden. Odila hat eine Videokonferenz mit Christoph Huss wegen der Sturmschäden. Moin. Hi. Es holpert ab und an mal ein bisschen. Die Mistral hat irgendwie technische Probleme und ist umgekehrt in den Hafen. Wir haben jetzt die Teams oder einen Teil der Teams übernommen auf die MO1 und das ist so ein bisschen, jetzt kann ich halt nicht raus, um eine Inspektion zu machen. Ich wäre gerne nochmal auf die TPs gegangen und hätte mir die Situation mit den Gratings dann nochmal vernünftig angeguckt. Da bin ich dann sozusagen, habe ich dann den DWT-Bericht. Ich muss kurz rangehen, das sind die Jungs. Hier ist Odila. Jo, wir sind Sascha und Roy. Wir würden jetzt auf nach der Ansage und wollten eigentlich fragen, ob das mit den Gratings, ob das mit der Tat der Cortina wahrscheinlich nicht geklappt. Und jetzt einfach fragen, ob ich Anlage begeben können. Dann geht mal bei den anderen mit auf die Anlage. Also ihr müsstet dann die Emmo jetzt aber sofort rufen, denn die ist zu 14 Uhr in etwa hier zum Cargo verabredet. Dann machen wir das jetzt. Habt ihr euch mal die Treppen angeguckt? Also die DWT-Jungs sind unterwegs und machen heute aber nicht so besonders viel Turbinenjumping, sag ich mal. Das heißt, wir sind immer noch nicht weiter mit der Frage, wie viele Ersatzteile wir uns jetzt tatsächlich hinlegen müssen. Nicht für die Treppen. Nee. Okay, beide roten Container bleiben stehen. Alles klar. Die Ersatzteile bleiben auf dem Schiff. Sascha und Roy kommen zurück. So, da sind wir wieder. War heute ein sehr kurzer Einsatz. Ja, war ein Reset von der elektronischen Baugruppe. Hat super geklappt, ging relativ schnell und nach Rückmeldung erfolgreich sind wir wieder hier. Und endlich ist auch der Krantechniker gekommen. Werden wir dann gleich anfangen mit dem Container entladen hier? Willst du die Mädels gleich hier rüber schicken? Statt Kabine reinigen und Wäsche waschen, jetzt Proviant schleppen. Anweisung vom Plattformmanager. Alle müssen mit ran.
auch Techniker und Wartungsingenieure. If you have this machine, it's gonna be easy. You don't need to run because anyway they are on the pallets to shoot. Wir kommen auf jeden Fall gut klar. Also das ist natürlich, die sind schon so ein bisschen so eine Gang und wie schon gesagt, wir haben nicht so viele Überschneidungspunkte, aber doch, also auf jeden Fall super lustig. Zieh da. So, versuch mal zu ziehen. So, vorsichtig ein bisschen. Okay. Wir müssen jetzt wirklich das ganze Essen hier rüberbringen. Das ist keine andere Möglichkeit, weil es halt gefroren und wenn es auftaut, müssen wir es wegschmeißen. Es ist halt, jetzt ist, das ist halt eine Notlösung. Also wir können uns freuen, dass der andere Kran funktioniert, ansonsten hätten wir gar kein Essen mehr. Die Verbindungsbrücke ist auf dem untersten Deck. Jetzt muss alles ein Deck höher ins Kühllager. Gut, dass es den Lastenaufzug gibt. Bei der Auswahl der Servicekräfte war Küchenchefin Gabija beteiligt. Alle kommen aus Litauen. Kabinenservice, Putzen, Wäsche. Auf der Plattform sind sie wirklich Mädchen für alles. It's here different because we are firefighters as well and we are rescue team. So this. Wir sind Feuerwehr, Rettungsteam, Hausmädchen und Küchenpersonal in einem. Dann noch die Sicherheitsübungen. Es gibt viel zu tun. Take care of the safety and do some training as well. So it is busy. Neben Odila und einer Servicetechnikerin sind sie die einzigen Frauen im Team. Beziehungen untereinander werden nicht toleriert. Mittlerweile hat der Krantechniker mit der Reparatur begonnen. Zuschauen darf niemand. Streit zwischen Windparkbetreiber und dem Hersteller. Weihnachten auf See. So war's hier. Nein, das war schwierig. David zeigt Bilder vom Sturm. Ja, nee, dagegen war natürlich meine Schicht im Januar, Anfang Januar, echt ein Kindergeburtstag. Also soweit ich weiß, waren es auch die höchsten Wellen. 25 Meter haben wir, ne? Bis vom Wasserspiegel bis... Ja, bis unter die Struktur, ne? Ja. Das Boat Landing hat kaum Schäden abbekommen. Ja. Gar nichts, nur ein bisschen Wasser, vielleicht in die Übergabeboxen gelaufen. Ja. Die mussten auch teils die Gänge hier sperren, weil es einfach zu windig war. Ja. Robert und ich waren drüben und wir mussten sogar PSA anziehen, um rüberzukommen und wieder zurückzukommen. Boote haben an dem Tag nicht angelegt, aber es hat schon geschaukelt. Als die Wellen hier eingebrochen sind, das hat schon geschaukelt. Das hat man auch gespürt und die ganze Nacht über auch. Da war gut was los. Anfang Januar Wellen mit maximal so um die 10 Meter. Die hatten irgendwie am 26. bis zu 16 oder 17 Meter. Das macht nochmal einen Unterschied. Und die 10 Meter merkt man eben auch schon. Und da fand ich schon mit fliegender Gischt und ordentlich Wind und Anlagen, die halt sich schon ausschalten, weil der Wind zu stark ist. Das ist schön und auch beeindruckend, definitiv. Genau. Unser Kran läuft wohl auch wieder. Super. Das heißt, ich würde gerne BMO1 ranholen. Soweit ich heute Morgen gesehen habe, sehen die nächsten Tage auch nicht so besonders rosig aus. Also nächste Woche sieht schlecht aus. Das heißt definitiv Helikopterzeit. Okay. Ja. Für Mittwoch Crew Change. Auf jeden Fall. Ja.
für mich ist jetzt wichtig, dass die Container endlich hier an Deck kommen. Also das ist, hat sich jetzt ja im Grunde schon um ja, Minimum einen Tag verzögert und ich habe da Ersatzteile drin, die wir nicht auf dem Boot rausbekommen konnten. For information, OIP crane standby on channel 7. Copy that, we'll come over and do a radio check. Südost 5. Der Wind ist tatsächlich ein wenig abgeflaut. Die MO-1 soll endlich entladen werden. Im lang ersehnten roten Container ganz einfache Trittgitter für die Windräder, von denen hier draußen, 70 Kilometer vor der Küste von Sylt, so viel abhängt. Da ist auf jeden Fall eure Arbeit drin. Ja, ich weiß. Ja, genau. Voraussehbar ist es eh nicht. Plan ist, glaube ich, auch mittlerweile offensichtlich, können wir eine Menge, aber wir machen es auch nur, damit wir es wieder ändern können. Da sind unsere Grappings. Morgen kann Odila Gärtners Team endlich die Sturmschäden an den Windrädern beheben. Wenn, ja wenn, das Wetter mitspielt. Jetzt geht es für die Wartungsingenieurin vom Windpark Dan Tusk wieder zurück zum Festland. Wir haben ein paar Sachen geschafft, irgendwie alles gut. Also Ersatzteile sind endlich da, es kann also vorbereitet werden. Klar, ich brauche mal einen Tag irgendwie, um mich einzuarbeiten, aber passt, bin zufrieden, kann nach Hause. Also ist auf jeden Fall Leidenschaft, definitiv. Also ich kann mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen als Technik und auf dem Wasser. Also es sind beide Sachen, die ich immer machen wollte und es ist vereint. Also ich fahre nicht nur zur See oder sondern ich kümmere mich hier auch noch um die technischen Anlagen. Ich bin großer Freund der Windkraft. Ich mag es einfach. Ich stehe drauf. Durch den zweiten Windpark gleich nebenan kommen schon bald neue Gäste. Auslastung gesichert in Deutschlands einzigem Offshore-Hotel. Wir sind eins. ARD.